Ja, als DVG Bayern lehnen wir diese Gesetzesvorhaben, diese kontrollierte Freigabe von Cannabis absolut ab, strikt ab. Da sind wir auch eins mit unserem Bundesverband. Wir gehen da aktuell auch sehr in die Bütt. Unser erster Stellvertreter Thorsten Grimm und auch ich sind da oft in Veranstaltungen schon aufgetreten und es gibt sehr viele Presseanfragen, aber auch unser Bundesvorsitzender lehnt diese Vorgaben strikt ab. Da sind wir eins. Andere Gewerkschaften wollten von Anfang an diese Vorgaben, diese Vorhaben konstruktiv begleiten, merken aber jetzt auch, dass das sehr schwierig wird, denn eins ist klar, unser Gesundheitsminister spielt mit der Gesundheit der Menschen in Deutschland und da tut man sich schon schwer, das konstruktiv zu begleiten und wir merken auch hier aktuell, dass hier von diesem Vorhaben jetzt langsam auch Distanz genommen wird. Ja, das sind drei Aspekte. Eine Droge, die regelmäßig in eine Abhängigkeit führen wird, wird hier freigegeben, wird auf den Markt gebracht. Mit allen Konsequenzen, mit gesundheitlichen Konsequenzen für insbesondere die Konsumenten, aber auch Konsequenzen für die Gesellschaft insgesamt. Dann haben wir eigentlich das ehrhafte Ziel, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen von neuen Drogen, von neuen Suchtmitteln fernhalten und auch die Suchtmöglichkeiten von ihnen fernhalten. Und das wird damit natürlich nicht erreicht. Und als drittes, wir entlasten damit nicht unsere Behörden, sondern wir generieren hier ein Bürokratiemonster, das uns als Polizei insbesondere belastet, aber auch die Justiz in die Knie zwingen kann. Es wird durch den Wegfall der Tatbestände im Betäubungsmittelgesetz natürlich erstmal zu einer Reduzierung dort kommen. Denn eins ist klar, Grasbesitz wird dann nicht mehr im Betäubungsmittelgesetz strafbar sein. Aber wir müssen uns dann die 183 Seiten der Gesetzesvorlage mal zu Gemüte führen. Und alleine dort finden wir 26 neue Straftatbestände, 36 neue Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände und das wird zu sehr vielen Ermittlungen, zu sehr vielen Verfahren, zu sehr vielen Gerichtsverfahren führen, also eine enorme Mehrbelastung. Gleichzeitig wird in der Gesetzesvorlage werden hier verschiedene Vorgaben gemacht, die auch kontrolliert werden müssen. Altersvorgaben bis 18, bis 21, dann die Örtlichkeiten. Das Gebäude X, das dann als Gärtnerei hergenommen wird, in diesem darf zum Beispiel dürfen verschiedene Sachen nicht gemacht werden, um dieses herum nicht, um Kindergärten herum nicht. Also eine Fülle von Vorgaben, die, wenn man es ernst nimmt, auch kontrolliert werden müssen. Und das führt natürlich zwangsläufig dann zu einer Mehrbelastung, insbesondere auch für die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten. Und wer wird das sein? Es wird nicht die Kreisverwaltungsbehörde sein, sondern es wird die Polizei sein. Ja, und die Frage, wie dieser erhöhte Aufwand, also nicht nur technischer Aufwand bei den Kontrollen, sondern auch der personelle Aufwand, dann auch umgesetzt wird, ob hier auch Mittel freigegeben werden in den Haushalten der Bundesländer, bei der Bundespolizei und dergleichen. Das ist überhaupt noch nicht geklärt. Es wird wieder vermutlich, ohne dass eine Refinanzierung da ist, so durchgezogen. Denn eins ist auch klar, nachdem es kein Staatsgras geben wird, wo der Staat sich dann auch dran reiben kann und ein Geld generieren kann, wird hier das auf die Kommunen, auf die Länder umgesetzt. Und die müssen dafür sorgen und müssen das dann auch bezahlen. Ja, gerade im Bereich der Verkehrsprävention ist ja diese neue Gesetzesvorlage eine absolute Nullnummer. Wir haben bestehende Vorgaben. Aktuell ist es ja so, dass bei einem Wert von einem Nanogramm pro 100 Milliliter Blutkonzentration es zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige kommt. Das ist ein Wert, der durch die Grenzwertkommission festgelegt wurde. Und damit wird aktuell gearbeitet. Sollten wir bei diesem Wert bleiben, wird es zu einer Fülle, zu einer Flut von neuen Verfahren, von neuen Anzeigen kommen, wegen Fahren unter Drogeneinfluss. Das ist zu erwarten. Fahren unter Cannabiseinfluss ist aktuell belegt mit einem Monat Fahrverbot, 2 Punkten in Flensburg und 500 € Geldbuße. Und dazu kommt
dann noch eine medizinische psychologische Untersuchung, eine MPU. Ja, und obwohl es seit Jahren festgelegte Grenzwerte gibt, die durch eine Grenzwertkommission festgelegt wurden und mit denen auch gearbeitet wurde, hat jetzt unser Bundesverkehrsminister eine neue Arbeitsgruppe, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe eingesetzt, um da nochmal zuzuarbeiten, um das zu organisieren. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Ja, das wird wirklich spannend, diese Kiffer-Cannabis-Clubs, wenn die mal eingesetzt werden. Ich gehe davon aus, das werden eher Gärtnervereinigungen, denn die Vorgaben sind da ganz klar. Man darf dort nur Pflanzen züchten. Man darf dort selbst nicht konsumieren. Man darf nicht einmal dort Alkohol trinken oder Tabak verkaufen. Also die Vorgaben sind da sehr, sehr explizit und sehr hoch. Das wird aber nur für Dauerkiffer interessant sein. Gelegenheitskiffer werden diese Hürden nicht auf sich nehmen. Sie werden da nicht Mitglied sein, wo sie 3 Monate dabei sein müssen, wo sie eigentlich nichts Besonderes davon haben. Sie werden zum Dealer um die Ecke gehen und werden sich dort ihr Gras besorgen. Ja, das lässt sich durch die Polizei gar nicht verhindern. In einer Familie, in der durch Vater, Mutter 6 Cannabispflanzen hochgezüchtet werden können, wie soll man dann dem Kind oder dem Jugendlichen erklären, dass Cannabis pfui ist? Unser Gesundheitsminister erlaubt ab 18 einen Besitz von bis zu 50 Gramm Cannabis. Gleichzeitig warnt er aber, dass bis zum 25. Lebensjahr der Konsum von Cannabis schwere Schäden hinterlassen kann, gerade in der Entwicklung. Und diese Diskrepanz, die können wir nicht ausgleichen. Jetzt kommt der Ruf nach der Prävention. Also Prävention muss das richten. Und da muss man wissen, Präventionsarbeit ist Überzeugungsarbeit. Denn nur durch die Überzeugung der Jugendlichen, der Kinder direkt vor Ort schafft man es auch, hier eine Wesensänderung beizubringen oder zu informieren. Und die einzigen, die aktuell überhaupt Drogenprävention betreiben, das sind unsere Drogenpräventionsbeamte der Bayerischen Polizei, die in den Schulen hier tätig sind. Andere Institutionen sind da nur marginal mit unterwegs. Zuständig für die Aufklärungsarbeit soll dann die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sein, die BZGA. Ja, da bin ich gespannt, denn die Initiativen der BZGA, gerade im Bereich des Rauchens oder auch des Alkoholkonsums, sind ja jetzt nicht besonders erfolgreich. Und wenn man sich die neuesten Initiativen anschaut, Flyers, Social-Media-Auftritte mit Brokkoli-Bezug, dann erwarten wir hier keine großen Erfolge. Also es wird dabei bleiben, Drogenprävention oder Präventionsarbeit wird durch die Polizei geschehen müssen. Ja, und es wird damit natürlich auch mit der Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen gespielt. Eins müssen wir wissen, Cannabis hat ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial. Es gibt Studien auch aus dem Haus des Drogenbeauftragten, auch wenn er selber nicht in Auftrag gegeben hat, sondern seine Vorgängerin. Die Capris-Studie, da wird eindeutig erklärt, dass bei regelmäßigem Konsum 9% aller Konsumenten in eine Abhängigkeit getrieben werden. 9%. Und wenn das im jugendlichen Alter ist, wird dieser Wert von 17 bis sogar 25% erhöht und sollte ein täglicher Konsum stattfinden, geht man davon aus, dass die Hälfte dieser Konsumenten im jugendlichen Alter abhängig werden. Und Abhängigkeit heißt eben Abhängigkeit. Hier wieder wegzukommen ist sehr schwierig, denn dadurch, dass die Droge einen sehr hohen Suchtfaktor hat, wird auch immer wieder ein Rückfall geschehen können. Die Gesetzesvorlage hat jetzt das Bundeskabinett passiert, geht jetzt in den Bundestag. Dort erwarten wir eine Debatte so Mitte September. Was aber noch nicht geklärt ist, ist diese Gesetzesvorgabe überhaupt EU-konform? Gibt es diesen Entkriminalisierungsspielraum überhaupt, um dieses Cannabisgesetz auch EU-konform durchzubekommen?